Hallo ihr Lieben, ihr fragt immer mal wieder, ob ich ein bisschen mehr türkische Rezepte machen kann. Ich liebe ja türkische Rezepte, ich bin Türkin und die türkische Küche gefällt mir halt auch am allerbesten. Und weil ihr mehr türkische Rezepte sehen wollt, ist mir die Idee gekommen, eine türkische Woche hier auf YouTube mit mehreren YouTubern zu machen. Und wer alles dabei ist und was alle zubereitet haben, das seht ihr jetzt. Los geht es heute auf meinem Kanal mit İçli-Köfte mit einer leckeren Hackfleischfüllung. Morgen wird euch der liebe Ahmet kocht leckeres Zwiebelkebab zubereiten. Am Mittwoch gibt es auf dem Kanal vom lieben Esslust eine super leckere Ezogelin-Suppe. Donnerstag gibt es Lahmacun auf dem Kanal von der lieben Chrissy vom Kanal Kochkino. Freitag macht euch die liebe Jasmin vom Kanal Yassilicious super leckere Manze. Und am Samstag gibt es bei der lieben Kuchenfee Lisa einen türkischen Mohnkuchen. Sonntag schließe ich die Woche ab mit Kemal Patatatlısı. Die Kanäle findet ihr hier auf der Endcard verlinkt und auch nochmal unten in der Infobox. Und im Laufe der Woche werde ich euch alle Videos auch unten in die Infobox verlinken. Heute wird es bei mir, wie gesagt, leckere İçli-Köfte geben. Das İçli-Köfte-Rezept ist so lange schon von euch gewünscht gewesen. Ich bin jetzt erst dazu gekommen. Ich hoffe, ihr freut euch drüber. Jeder macht İçli-Köfte ganz anders. Das ist meine Version. Ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, wie ihr eure macht. Und jetzt geht's direkt los mit den Zutaten und der Zubereitung. Und alle Mengenangaben findet ihr unten in der Infobox. Los geht's jetzt erstmal mit den Zutaten für die Füllung und ich mache heute eine Hackfleischfüllung. Dafür brauchen wir mittelfettiges Rinderhackfleisch, wir brauchen jede Menge gewürfelter Zwiebeln, Tomatenmark und oder Paprikamark, etwas Butter, Petersilie, an Gewürzen habe ich hier Salz, Pfeffer und Paprikapulver und wer möchte, kann noch gehackte Walnüsse hinzugeben. Und los geht's mit der Zubereitung. Dafür habe ich mir eine beschichtete Pfanne schon heiß werden lassen und gebe das Hackfleisch rein, mache es kurz ein bisschen klein und gebe dann die Zwiebeln hinzu, vermische alles und lasse es circa 5 Minuten lang anbraten. Danach sollte das Ganze etwa so aussehen. Nun kommen Tomatenmark, die Gewürze und die Petersilie hinzu und werden dazu gerührt und etwa eine Minute lang mitgebraten. Zum Schluss kommt dann noch die Butter hinzu und wird dazu gerührt, bis sie geschmolzen ist. Und jetzt sollte die Füllung komplett auskühlen. Bei mir war sie leider noch nicht ausgekühlt. Ich musste weitermachen aus Zeitgründen. Aber das Ganze sollte schön fest werden und kompakt. So ist es nämlich viel einfacher, die İçli-Köfte später zu befüllen. Und dann läuft dieses Fett auch nicht so in die Ränder und Rillen rein. Weiter geht es mit den Zutaten für die Ummantelung und dafür brauchen wir einen feinen Bulgur. Dabei ist es ganz wichtig, dass auf der Verpackung Köftelig Bulgur draufsteht. Das ist nämlich dann der feine. Wir brauchen außerdem Grieß. Ich habe Weichweizengrieß verwendet. Ihr könnt aber auch den groben nehmen. Das klappt mit beiden Varianten super. Außerdem haben wir hier frisch abgekochtes heißes Wasser. Wir brauchen außerdem etwas Tomatenmark oder Paprikamark oder eine Mischung aus beiden. Außerdem ein Ei und Salz. Zunächst kommen Salz und das Tomatenmark zum heißen Wasser und werden aufgelöst. Danach kommen Bulgur, der Grieß und die Flüssigkeit in eine Schüssel und werden gut miteinander vermengt, anschließend abgedeckt und circa 10 Minuten lang stehen gelassen.
Danach kann es auch schon weitergehen. Ich fand die Farbe noch etwas zu hell und habe ein bisschen Tomatenmark noch hinzugefügt. Ihr findet alle genauen Mengenangaben unten in der Infobox. Ich mache das normalerweise immer nach Augenmaß. Entweder verknetet ihr jetzt alles per Hand oder in der Küchenmaschine. Ich mache das in der Küchenmaschine. Das Ganze wird jetzt circa 10 bis 15 Minuten lang geknetet. Das ist ganz wichtig. Es sollte eine richtige pastenartige Konsistenz entstehen. Das ist ganz wichtig, so ein bisschen kaugummiartig. Wenn eure Masse noch zu fest erscheint, dann müsst ihr schlückchenweise immer noch ein bisschen Wasser hinzugeben, um das Ganze zu binden. Aber nicht zu viel, echt immer nur ganz wenig, weil wenn einmal zu viel Wasser drin ist, dann ist das Ganze nicht mehr zu retten. Zum Schluss kommt dann noch das Ei hinzu, das bindet das Ganze auch nochmal, also seid vorher mit dem Wassergehalt vorsichtig. Wenn es immer noch zu fest ist, könnt ihr nach dem Ei etwas mehr Wasser hinzugeben. So wird das nun weitere 5 Minuten lang weitergeknetet, bis es dann eben die perfekte Konsistenz bekommt. Wenn ihr die Masse zusammendrückt, muss sie zusammenhalten und es dürfen keine Risse entstehen. Nun können wir die Idschli-Köfte formen und wenn man nicht so geübt ist, dauert das Ganze ein bisschen lang. Bei mir dauert das auch immer etwas länger, weil ich vielleicht einmal im Jahr Idschli-Köfte mache. Das ist aber kein Problem, am Ende klappt es trotzdem und schmeckt gut. Auf jeden Fall entnimmt ihr euch jetzt etwa Mandarinen, kleine Mandarinen, große Stücke, formt sie rund und dann etwas oval. Dann wird der Zeigefinger in Wasser eingetunkt und so sticht ihr dann in das Idschli-Köfte ein und höhlt quasi mit eurem Zeigefinger die Idschli-Köfte so oval aus. Und dabei immer drehen, wie das jetzt hier im Video zu sehen ist. Und die Wand, also diese Ummantelung, sollte nicht zu dick sein am Ende. Die muss also weder zu dünn noch zu dick, so wie ihr das jetzt gleich sehen werdet. Und jetzt werden sie mit der Hackfleischfüllung befüllt. Ich nehme da immer so 1 bis 2 Teelöffel, je nachdem wie viel reinpasst. Nicht zu stark befüllen. Jetzt werden diese Enden hier schön zusammengedrückt und dann zu einer Zitrone geformt. Dabei könnt ihr euch die Hände natürlich immer wieder etwas anfeuchten, da das Ganze recht klebrig ist. Und es soll auch, also es muss klebrig sein, denn ansonsten habt ihr die nötige Konsistenz noch nicht erreicht. Bei den unten angegebenen Mengen bekommt man übrigens ca. 25 bis 30 Idschli-Köfte raus. Es kommt halt drauf an, wie groß man die macht. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man frittiert die im heißen Fett oder aber man kocht sie im Salzwasser. Ich habe mich jetzt fürs Fett entschieden, das schmeckt einfach besser. Dafür habe ich mir ungefähr 1 Liter Öl in einen hohen Topf gegeben, also in einen etwas kleineren Topf, aber dafür hoch, damit das Öl auch schon schön hoch steht. Und wenn es anfängt zu blubbern, das Öl, dann ist es auch schon heiß genug. Die Idschli-Köfte kommen rein und werden circa 1-2 Minuten frittiert. Das geht echt ruckzuck und kommen dann auf einen Teller, das ausgelegt ist mit Küchenpapier, um das überschüssige Fett aufzusaugen. Falls ihr die nicht frittieren wollt, wird einfach Wasser aufgekocht, gesalzen und die Idschli-Köfte darin dann gekocht. Viele geben dann aber über die gekochten noch eine Butter-Paprikasoße drauf. Dafür wird einfach Butter schmelzen gelassen und etwas Paprikapulver darin angebraten. Und fertig sind die super leckeren Idschli-Köfte. Man wird so süchtig danach. Ich zeige euch jetzt noch, wie sie von innen aussehen.
fertig ist das leckere Ichlik-Höfte-Rezept. Ichlik-Höfte, ich liebe es. Es ist ein bisschen aufwendig, ja, das gebe ich zu, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Also falls es da draußen irgendwen gibt, der noch nie Ichlik-Höfte gegessen hat, probiert es aus. Ist es der Hammer. Und falls ihr Interesse habt an weiteren Ichlik-Höfte-Rezepten, ich mache nämlich auch gerne weitere Varianten. Die eine ist zum Beispiel mit Schafskäse und Walnüssen, die andere mit einer leckeren Linsenfüllung. Also da gibt es zigtausend Varianten. Falls ihr Interesse habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und vergesst nicht, bei den anderen reinzuschauen. Ihr werdet jetzt nochmal alles in der Endcard verlinkt sehen und auch unten in der Infobox. Und jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!